Ich habe gerade die Familie persönlich gesehen. Ich halte mich besser fern, weil ich bin nah am Wasser gebaut. Was auch hier auf die Beine gestellt worden ist von den ganzen Helfern. Ich werde mich im Laufe des Tages noch tausendmal bedanken müssen. Einfach sensationell, was diese Woche hier in WhatsApp-Gruppen, mit Facebook überall passiert ist, um so ein Event schnell auf die Beine zu stellen. Ich hatte gestern 95 Online-Anmeldungen für heute. Wir werden vielleicht nicht alle Disziplinen reiten. Aber wir sind hier zum Spaß und zum guten Zweck und wir wollen alle die Familie Koch unterstützen. Das ist jetzt zu bezahlen, Familie. Danke. Applaus für Emily auf Humi! Schaut euch das tolle Outfit an hier, ein super Team, die drei. Ja, liebe Zuschauer, wenn euch kalt ist, es gibt ein Mittel. Klatscht, jubelt, macht was hier, bewegt euch, auf geht's! Feuert sie an, die ganz Kleinen, die hier die Familie Koch auch unterstützen. So soll es aussehen, unsere erste Starterin. Und wenn ich das Lächeln dieser Kinder sehe, dann geht in mir ein Herz auf. Das ist einfach das Schönste auf der Welt. Kinder, die lächeln. Was gibt's Besseres? Und sie lässt alle Stangen stehen. Jetzt geht's nach Hause. Dein Applaus! Benefiz Rodeo 2017 und wir haben die erste Top Time 48,38. Ja, die Zeit 51,89 Sekunden. Ja, cool, mal bitte zu mir. Michelle auf Tommy, unsere nächste Starterin. Start ist frei. Kannst ruhig kommen. Geht, ja. Geht, komm schon. Wow, der Mann kann laufen. Unser erster Vorsitzender hier, cool, ja. Super, dein Applaus hier, Fass, komm mal ein bisschen an. Stimmung hier in Stahlmann. Die Zeit 29,02 und das ist eine neue Top Time! Der Start ist frei für unser nächstes Kumpel, Charlotte auf Princess. Und deswegen unterstützen Sie, kauft lose, wirklich. Wir freuen uns über eine tolle Tombola mit tollen Gewinnen. Danke schon mal jetzt im Vorfeld an alle, die sich darum gekümmert haben, solche tollen Preise zu organisieren. Und an die ganzen Sponsoren, die Stück auch da, könnt ihr gerne zuschlagen. Aber jetzt erstmal Applaus hier für unsere Charlotte. Die Zahl 47,7. Ja, Shannon und the little boy. Die Zahl 27,86. Ihr macht nicht immer wuschige Mädels. Ihr beiden nehmt immer Sonderwünsche. Aber schön, dass ihr da seid. Ja, geht wohl besser, ne? Mit dem eigenen Pferd. Wir können abfeuern! Amber auf Ali. 17, 18, jetzt ist nach Hause. 23,16, das ist ein neuer Top Time! Sonntag ist der Bass. Okay? Ist auch egal. Schimmer! Jetzt ist ein bisschen Zeit, kostet wieder 5 Euro in die Mannschaftskasse. Ohne Sattel sitzt sie auf ihrem Pony, wie andere auf der Couch. Das sieht gut aus hier. 6. Sekunde, 2. Tonne. Ihr dürft sie anfeuern, erst geht in den Slalom. Vielleicht geht eine neue Top-Time. 12 Sekunden, auf geht's, liebe Zuschauer. Applaus für Chinua und Mann.
Disaster of Disaster. Ah, Chinoa? Chinoa? Deine Hose geht an unsere Familie Koch. Kürzüge Klassik, in jedem Alter gerne gesehen, alles kein Problem. Aber wir brauchen eins, wir brauchen Zuschauer, die applaudieren. Feuern Sie ein bisschen an hier. Die Reiterin, gerade mal über 3 Jahre. Aber sie hat Spaß und das soll so sein. Der Spaß steht hier bei uns im Vordergrund. Zeit 31,46 Sekunden. Die letzte Tonne hier. Applaus für die ganz Großen. Die Tonne wackelt. Spektakuläre Szene hier. Dann geht's nach Hause. Für Charlotte und Prinzess die Zeit 26,31. Na, unser Kanal kommt vom Scratch und nicht mehr zurück. TNT. Dann geht's nach Hause. 18,92 die Zeit. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlos que acelera el pulso. ¡Al fuego! ¡Los en mi gente! ¡Lauter! Ah, schade. 5 Steuersekunden, 20,50. Und das ist eine neue Top Time! Die Zeit 16,79. Ja, nächstes in der Bahn. Start ist frei. Rein in das Schlüsselloch. Anhalten, drehen, nach Hause. Applaus hier für Vanessa. 11,04. Ladies and Gentlemen, guckt mal auf die Uhr. 11,04. Aktuelle Top-Time war 11,05. Das heißt, wir haben mit 11,04 eine neue Top-Time. So, auf hier geht's viel dabei. 9,51 die Zeit und das ist eine neue Top Nachwuchsreiter, das habt ihr super gemacht. Alle Pferde, alle Reiter sind wohl auf. Ihr habt einen super Job gemacht. Da kann sich so manch Erwachsener eine Scheibe von abschneiden. Wenn ihr Lust und Laune habt, bei dem Sport hier wieder teilzunehmen, könnt ihr nächstes Jahr gerne bei uns einsteigen. Schaut auf unsere Internetseite, ihr seid herzlich willkommen unterwegs im Raining Sport. Ihr seht zu Hause, geht an Jolene Campus und Jakey First Calimero. Platz Nummer 4, Michelle auf Tommy. Oh, Platz Nummer 3 haben wir gar nicht. Platz Nummer 2 haben wir zweimal. Ja, müssen wir gucken. Eine ist nicht so schlimm. Ja. 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 Aber wir haben Gold, Silber und Bronze Medaille. Ja. Wo ich hin?
in der Juniorenklasse. Das Mädchen ist auch das ganze Jahr bei uns mitgeritten. Und die Mutter hat immer gesagt, ja, soll sie denn Mitglied werden oder nicht? Im letzten Rodeo hat sie sich dazu entschlossen, Mitglied zu werden. Und heute ist sie auf Plattform 1. Und das ist Schulz auf Schön! Lena auf Rocky! Platz Nummer 9 haben wir nicht, Platz Nummer 8 haben wir zweimal. Theresa Struckmann und Lena Bütter. Platz Nummer 7 geht an Kira. Rolf ist auf Rodizio. Applaus hier, diesen Mut. Wir stehen alle zu euch. Ja, ich weiß nicht, wo man ist, aber kein Problem hier. So. Ich habe viele Rodeos in meinem Leben moderiert und für mich ist immer so, Melina gehört dazu. Und Melina wollte in Stavern ein Rodeo reiten, immer, hat sie gesagt, aber heute will sie nicht mitreiten, weil sie es doof findet. Habt ihr Lust, dass Melina mitreitet? Wollt ihr das? Ich hoffe, kommen Sie drum herum und als unser Ehrengast mitzureiten. Und du hast kein Outfit mehr, ne? Sieht scheiße aus, ne? So englisch rein Stiefel und so. Ich würde dir meine geben, aber sind zu groß. Aber wenigstens ein Hemd haben wir für dich organisiert. Familie Robke. Wo ist Familie Robke? Da kommen die beiden. Heike und Susanne Robke haben sich dafür eingesetzt. Und Susanne ist ja mit Melli auch viel unterwegs gewesen. Und die haben gesagt, hier, wir kleiden dich neu ein, ein bisschen, wir helfen dir, damit du heute mitreiten kannst. Und ich übergebe einfach mal hier das Mikrofon an Susanne Robke. Ja, Melli, du weißt ja, wir waren im August in China. Und wir haben vom Mal so ein schönes Hemd gekriegt. Und so ein Gegenstand, ja, wenn man ihn in den Händen hält, erweckt das einfach die ganzen Erinnerungen. Das fing schon an bei dem Flug, den du einfach mal verpennt hast, diesen Start, und ich saß neben dir und dachte so, hä? Die pennt und ich habe die panische Angst, okay. Oder generell haben wir immer sehr viel geschlafen, so bis 13 Uhr einfach mal geschlafen, obwohl wir neun aufstehen wollten. Die chinesische Mauer haben wir erklommen, die Ritte, und das sind halt alles Erinnerungen, die möchte man wahren. Und ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt etwas ist, damit du diese Erinnerung behältst. Also, wir haben dir das Hemd für China nochmal neu drucken lassen. Aber Melina, du bist ja heute bei der Esra. Und ich glaube, da gehört auch so ein passendes Hemd dazu. Kann das sein, dass du bei Marc irgendwas bestellt hast? Und dann wollen wir mal gucken, was in dieser Tasche ist. Es ist genau das Hemd, was du eigentlich haben wolltest. Ja, das ist ein Hemd von unserem Verein hier, das ist wunderbar von Heike. Und hinten drauf sehen wir Melli, wie sie im Polenwending ist. Dafür mal einen riesen Applaus hier für die tolle Geste. Ja. Da hast du ja jetzt schon mal zwei Sachen anzuziehen. Du hast ein Hemd mehr als ich, das ist schon mal viel wert. Ich habe ein weißes an, das ist total beschmutzt hier, deswegen habe ich eine Jacke drüber gezogen. Ja, Dankeschön, liebe Familie Robke, für die tollen Worte. Komm mal eben her hier. Und das ist noch nicht alles. Wir machen es jetzt kurz und schmerzlos, das ist einmal hier. Wir möchten gerne, wir sind nicht alleine, unser Verein ist nicht alleine, wie gesagt, wir haben viel Zuspruch bekommen hier für dieses Turnier und wir möchten gerne unsere Freunde, den Westernreiter und die EWU einmal hier in die Bahn bitten. Die EWU Bremen-Niedersachsen, einmal riesen Applaus hier für den Verband. Was rennt hier? Dann würde ich sagen, halt ihr bitte an hier, die beiden! Frieda, sie liegt weit vorne. Fertig!
sauber unterwegs sein. Freut sich ein bisschen an, haben wir Zuschauer hier, ihr dürft klatschen. So, die Zahl 23,45 für Marina und Katja ist auch noch den Weg nach Hause. Die Zeit 34,32. 21 geworden. Ja, das ist, wenn man mit mir bis 3 Uhr feiert, dann hat man Probleme. Franz muss auch geführt werden, okay? Auf die Plätze, fertig, los, Zuschauer, wo seid ihr? Ja, ihr müsst Steve anfeuern, ihr müsst Steve ein bisschen schneller läuft. Jetzt habt ihr noch Konkurrenz hier. Und der Franz. Eileen holt dich gleich mit Steve auf jeden Fall. Zuschauer, eure Hände! Wow, der Franz gibt richtig Gas jetzt auf der Geraden. Wir haben gesehen, Steve geil ist aber. Die Top-Time lag bei Franz. Applaus hier für die beiden Kontrahenten. Alberto auf Metallica!
37,62. Nummer 1. Nummer 2. Jawohl, Laura, sie freut sich über eine 12,55. Laura? Laura, erstes Mal wieder dabei, Pony Finn, alles gut. Top Time für Laura, 12,55. Ein Dreiviertel, süß. Wie heißt es denn? Lennox, du hast mir geschrieben, ich muss von gestern sagen. Lennox, mal diesen Applaus hier für unseren jüngsten Teilnehmer, Lennox! Es gibt nichts Schöneres als Kinder beim Rodeo. Der hat immer Spaß. Der deutsche Meister in 30 Jahren. Ja. Lennox, Wahnsinn. Und das ist deine Top Time. 37,82. Hector Hart. Hier war unser Uschi Jaukes mit White Flag. 8,43, deine Zeit. Rheinisches Loch und wieder raus. Ah, schade, no time. Hey, hey, die Teddybären sind geflogen. Ach, ich hab's gesehen, ja. Schön, dass wir da getroffen haben. Also, ich muss sagen, ich möchte dich nächstes Jahr gerne sehen bei uns im Verein. Das sieht geil aus, was du da machst. Wahnsinn, Wahnsinn, wo sind die Hände? 13, 14, Vollgas, geht nach Hause. 18,25, hat nicht ganz gereicht, aber zweitbeste Zeit. Wahnsinn, dieser Ritt hier von Sina. Wir werden ihn auf jeden Fall ins Internet stellen, das ist klar. Heute schaffen wir nichts mehr. Wir sind einfach fertig, alle miteinander. Wir haben alle zusammen, nicht nur der Verein, sondern alle, die daran mitgewirkt haben. Ich kann gar nicht genug aufzählen. Dieser Reitplatz hat normalerweise gar keine Beleuchtung. Wir haben mal eben hier Leute gehabt, die einfach hier Licht besorgen. Wir haben hier unsere Einsatzkräfte gehabt vom Roten Kreuz, die hier ehrenamtlich geholfen haben. Ich kann so viel gar nicht nennen, wie viele Freiwillige wir hatten, um das tolle Turnier hier auf die Beine zu stellen. Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle aufzählen kann, aber ihr wisst selber, was ihr getan habt. Und ihr könnt noch viel mehr tun. Wie gesagt, das Spendenkonto ist noch 2 Wochen geöffnet und wir werden jetzt diese Woche unser Finale ein bisschen planen und gucken, wie viel heute hier übrig geblieben ist. Und ich denke mal, es ist eine ganze Menge. Und ich hoffe, wir konnten der Familie Koch damit ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen. Ihr könnt gerne noch hier bleiben mit uns, den einen oder anderen Whisky trinken, Bier, Kaffee, Cola oder was da Fanta. Ihr seid herzlich eingeladen, noch mit uns eine Aftershow-Party zu verbringen. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen auch gerne nächstes Wochenende am Samstag. Da werden wir Melina ja auch sehen im Finale der Emsa-Meisterschaft 2017. Ich bedanke mich im Namen der Emsland Speed Rodeo Cup Association. Ich wünsche euch noch gutes Gelingen, kommt gut nach Hause. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Let's Rodeo. Dankeschön. Euer Applaus, ihr seid super.